Hamburg, die Wandsbeker Chaussee in Hamburg-Albig ist ein Trümmerfeld. Abgerissene Reifen liegen herum, insgesamt zählt die Polizei 9 demolierte Autos. Hier gab ein goldener Luxussportwagen Vollgas. Es war Mittwoch kurz nach 1.30 Uhr, als Anwohner von einem ohrenbetäubenden Knall aus dem Becken gerissen wurden. Ein Audi A8 V10, 550 PS, Spitze 320 Stundenkilometer, war auf der Hauptverkehrsstraße in Höritter Straße in den Gegenverkehr gerast. Der 150.000-Euro-Schlitten krachte in einen Mazda CX-5 und rasierte ein Rad weg. Der Mazda-Fahrer erlitt einen Schock. Der Flitzer schoss weiter, schleuderte gegen geparkte Autos. Drei Felgen des Luxuswagens rissen ab und flogen durch die Luft. Eines der schweren Räder schlug in die Scheibe eines geparkten Polka-Dot ein, ein anderes krachte auf den Fußweg, das dritte blieb auf der Fahrbahn liegen. Erst nach mehr als 500 Metern kam der Sportwagen demoliert zum Stehen. Dutzende Notrufe. Großalarm. Streifenwagen aus allen umliegenden Stadtteilen eilten zur Unfallstelle. Die Beamten fanden den zertrümmerten Sportwagen verwaist auf. Der Fahrer war abgehauen. Unklar ist derzeit, ob es noch weitere Insassen gab. Unheimlich, aus den Boxen des demolierten Audi Supersporters dröhnte noch laute Rapmusik, bis die Feuerwehr schließlich die Batterie abklemmte. An der Unfallstelle ging ein Gerücht um, in dem goldenen Megaraser soll eine stadtbekannte Rotlichtgröße gesessen haben. Zwei Stunden später meldete die Polizei in einer nahen Spielhalle eine Festnahme. Es wird jetzt geprüft, ob der Mann tatsächlich der Fahrer war. Bizarr, an der Unfallstelle tauchte auch der vermeintliche Halter des Audi auf. Ich bin erfolgreicher Jungunternehmer, erzählte der 21-Jährige. Er behauptete, der Wagen sei ihm in Bamberg entwendet worden. So einen Audi A8 V10 mit der goldenen Lackierung gibt es nur einmal in Deutschland. Das war mein Traumauto. Mir zerreißt es das Herz, wenn ich ihn jetzt so zerstört sehe. Ein Augenzeuge will Blaulicht hinter dem Sportwagen gesehen haben. Dann sei dieser an einem Bus vorbeigerast und in den Gegenverkehr geschleudert. Die Polizei bestätigt eine kurze Verfolgungsjagd vor dem Massencrash.